Heute nehme ich euch mit. Wir probieren eine mobile Beinkrampe aus, die ich von Velo Total und Marc bekommen habe. Und zwar nicht die MTB Hopper-Rampe, die ihr alle kennen, sondern von Bikelex. Und ich habe die schon getestet. Heute nehme ich euch mal mit. Und wir gucken auch mal, wie anfängerfreundlich das Teil ist. Da eine Freundin von mir dabei ist, die noch nicht so lange auf dem Mountainbike sitzt, aber gerne springen üben würde. Mit dabei haben wir auch meinen Vierbeiner, Mascha, die wird das Ganze auch unterstützen. Ja, wir nutzen ein bisschen, wie man sieht, herrliche Sonne, wir nutzen das gute Wetter, fahren jetzt zu mir auf die Arbeit und machen das dort auf dem Gelände, da haben wir ein bisschen unsere Ruhe und vor allem Sonnenschein und wir sehen uns gleich, wenn wir das Ding aufbauen. So, wir bauen das Ding jetzt zusammen auf. Ist ganz einfach, kommt auch schon zusammengebaut. Wir klappen das einmal auseinander und dann sind das lediglich ein paar Steckverbindungen und dann hat man es schon. So, einmal alles ausklappen. Hier sieht man immer die Führungen, darauf achten, dass es richtig drin steckt. Einmal kam das jetzt da rein. Andersrum, glaube ich, oder? So rum, sagst du? Ich sag, hier sind ja diese Dinger auch oben, dass du es einmal rumdrehst. Die Schlitze zum Boden quasi. So. Nee, so sind ja keine Führungen, die kommen ja immer ineinander. Gewalt. Nee, man muss es einfach nur richtig auseinanderklappen. Das hilft. So, jetzt haben wir es. Dann haben wir hier noch die Füße. Hier haben wir zwei Einstellmöglichkeiten. Einmal für etwas niedriger. Hier ändern wir ein bisschen den Absprungwinkel. Dadurch wird es viel steiler. Wir fangen mal mit der kleinen Variante an. Zack. Noch die beiden Füße und schon ist das Ganze fertig. So, jetzt müssen wir da drüber springen. Das erstmal als Step-Up zu nutzen, weil das für Anfänger dann doch wesentlich angenehmer ist, wenn sie nicht so einen hohen Sprung haben. Und jetzt wird Michi das Ganze gleich ausprobieren. Ja. So, ich mach's aber erstmal vor. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Michi wird das Ganze jetzt einmal ausprobieren. So, funktioniert. Und jetzt stellen wir das Ganze mal in den Hang und probieren das da aus. Jetzt haben wir das Ganze mal ein bisschen wie so ein Drop aufgebaut. Es ist also relativ flexibel einsetzbar. Und jetzt probieren wir das mal aus, wie das Ganze funktioniert.
Auch mal aus und gucken wir mal, wie anfängerfreundlich die Rampe ist. So, jetzt haben wir es nochmal umgestellt und werden das Ganze jetzt als Hip hier hoch und da reinspringen. Machst du es oder mach ich es? Okay, hast du gehört, ich muss. Da haben wir jetzt einmal die ganz hohe Einstellung gewählt und gucken mal, wie das Ganze sich jetzt anfühlt. Ja, da merkt man deutlich, dass er einen schon weiter nach oben kickt und man ein bisschen schneller anfahren muss. Herausgefunden haben, dass die Rampe nicht ganz so anfängerfreundlich ist, weil sie dann doch 10 cm zu hoch oder was hast du? Ja. 10 cm zu hoch ist, wenn man sich nicht ganz sicher in der Luft fühlt. Probieren wir das Ganze jetzt doch nochmal als Step-Up aus und gucken mal, ob sich das dann eher anbietet, dass man ein bisschen Gefühl dazu bekommt, weil ansonsten muss man schon sehr beherzt drüber springen und wenn man da noch nicht so sicher ist, ist sie dann doch ein Ticken zu hoch. Da fehlte noch ein bisschen der Schwung. Ansonsten war es doch schon viel, viel besser als vorher. Versuch Nummer 2. Michi versucht jetzt ein bisschen das aktive Abspringen zu üben. Ja! Sehr gut. So, packen wir das Ding mal wieder zusammen. Genauso schnell wie das Aufbauen. Einmal die Füße. Machen wir die auch schon mal weg. Die Streben. Einmal. So gut, dass man es nicht mehr rauskriegt. So. 2.4. Und der letzte. Und dann kann man das alles jetzt zwischen verstauen. Sehr wenig Platz hecken. Das Ganze schön zusammenklappen. Es gibt eigentlich auch noch einen Rucksack dafür, dass man es sich auf den Rücken schneiden kann. Den haben wir aber heute nicht dabei, also man könnte es sogar noch wie einen Rucksack tragen. Wollen wir abschließend nochmal ein Fazit zu der Rampe abgeben. Also mir macht sie sehr viel Spaß, gerade die hohe Einstellung. Hat man schön viel Airtime, kann man schön viel mit ausprobieren. Für Anfänger ist es nicht ganz so gut geeignet. Deine Meinung dazu? Ja, die war aufgebaut dann doch höher als ich dachte. Und als Anfänger, wenn man da jetzt noch nicht so gut mit den Sprüngen ist, dann ist sie schon ein bisschen zu hoch. Also ein bisschen niedriger wäre schon cooler gewesen. Also brauchen wir noch eine niedrige Variante dafür und dann kann jeder Spaß mit so einem Teil haben.